Käsebrotfreund. Hallo Team J. Hallo liebes Publikum. So, endlich mal wieder Terraria. Endlich. Oder? Es wird auch mal wieder Zeit. Ja, ja, finde ich auch. Zu wenig gekommen die letzte Woche irgendwie. So, wir haben mal ein bisschen unser Beute irgendwie schon ein bisschen in Kisten verpackt. Schaffe ich euch nochmal einen kurzen Überblick. Das Gold, so ein bisschen hier die komischen Waffen, die wir gefunden haben und den ganzen restlichen Klumpatsch einfach reingelernt. Damit wir hier wieder ein bisschen Platz haben, gell? Mhm. Und dann auf ins Gefecht. Lernen wir uns mal wieder in den Dungeon rein, oder? Ja, ja, voll. Aber volles Kaliber. Da gibt's bestimmt so hier und da noch was. Ja, und dann machen wir aber auch elektrisches Licht später, oder? Ja, da bist du heiß drauf, gell? Ja, auf jeden Fall. So. Da ist er heiß drauf. Weißt du denn noch, wo wir lang müssen, so ungefähr? Das finden wir schon raus. Wir müssen ja nicht Wege doppelt machen, ne? Na, zweimal beschreiten quasi. So. Oh je, hoppala. So. Flink jetzt busy da drüben. Hast du gesehen? Na, habe ich nicht. Was denn? Oh, da hätte mich fast die Kugel getroffen. Die lasse ich aber nochmal durchlaufen. So. Und ja, ja. Nach unten gelernt. Mistviecher. Ach, blöder. Skull. Aber die haben ja keine Angst. Nee. Der kommt uns nicht in die Quere hier. Weg da. So, der auch nicht. Ups. Sachse. Oh, Autschi. Das war gemein. Aber vorbeigehuscht. So, husch, husch. Husch, husch. Into the deep. Ja. Richtig. Richtig, ja. Into the deep. Into the deep. Absolut. So, hier oben, da war doch... Da war mehr. Also, da hast du doch irgendwie... Da habe ich geplündert, genau. Da musst du gar nicht nochmal gucken. Genau, da gibt es nur eine Kiste im Fall. Mhm. Die ist aber nicht mehr voll. Die habe ich nach meinem ersten Todessturz geplündert. Okay. So. Ja, ja, genau, so war das doch. Ey, Freund. Du Kupferstecher. Fuck mit dir. Du Knochen. Ach, was ist denn das hier? Oh, geil. Wer ist denn das? Geil. Was ist denn das für ein... Das ist der Goblin-Tinkerer. Geil, der hat die Rocket Boots. Alter. Ist das gut? Du hast doch schon Rocket Boots, oder? Nee? Nein. Wir haben nur den... Gold. Die Cloud in a Bottle. Okay, aber wir haben doch noch irgendjemanden im Dungeon gefunden, oder? Ja, die Dings da Mutti halt. Ach, scheiß Viech, du. Okay, jetzt haben wir also beide den Tinkerer. Jetzt müssen wir noch unser Häuschen ausbauen und dann ziehen die bei uns ein, richtig? Das wollen wir mal stark hoffen, ja. Ja, okay. Die Rocket Boots sind so... Oh, scheiße. Sind so schön. Das ist so schön, sag ich dir. Die Rocket Boots. Ach, das ist ein Traum. Alles klar. Da fliegen wir dann gemütlich mit durch die Gegend, oder was? Richtig. Oh. Die hatte ich ja schon komplett vergessen. So, ich würde mal tippen, dass wir da vermutlich auch schon drin waren. Ja, also drin waren wir auf jeden Fall schon. Ja, da müssen wir gar nicht weiter gucken. Die Tür ist ja auch offen und so. Ich frage, ob wir da alles ausgeräumt haben. Ja, Hammer. Meinst du? Ja. Ich erinnere mich, wie ich da die Decke lang gehangelt bin. drei Punkte Kompressions... Ui, wen haben wir denn hier? Einen dicken Schleim. Autschi. Hey, mit euch. So, da hätten wir dann auch schon wieder einen Schlüssel. Okay, ich habe auch noch einen Schlüssel. Einen Shadow Key habe ich und einen goldenen Key. Vorsicht, au. Müssen wir da unten lang? Ist hier was drin? Oder vielleicht mal nach rechts oder so? Weil nach rechts sind wir ja noch nicht gegangen, oder? Ja, wir können uns mal nach rechts lernen, wenn du magst. Ja, ich mag. Aber erstmal haue ich hier die Jungs nochmal gleich. So, dich auch. Und dich auch, komm. So, nicht lange gefackelt da. Na, komm schon her. Blöder Skull. Mal darüber gelernt. Zack, dem Skull noch ein paar gegeben. Licht. Ah. So. Au. Licht. So, Schlüsselchen. Und was ist drin? Ein Muramaster. Schon wieder. Gut. Besser als nix. Ja, davon haben wir ja jetzt schon eine ganze Menge, ne? Also ich hatte allein zwei und ich glaube, du hast auch eins, ne? Nee, ich glaube, das ist mein erstes hier. Oh, Kacke. Jetzt habe ich den im Bogen. Ha. Hey, so das dann. Hier mal eine Fackel gesetzt. Oh ja, mach er doch mal ein bisschen Licht. Ja, mache. Kacke. Das war jetzt nicht fröhlich am Machen. Wo bist du? Nach oben. Ja, ich guck hier. Oh ja, sie haben das auch noch Türe da. Echt? Soll ich mich da auch mal hochlernen? Ja, warte. Ich geh mal kurz gucken. Wahrscheinlich kannst du, wenn du rechts lang gehst, sowieso. Kommen wir in denselben Raum, meinst du? Ja, kommen wir. Au. Ah, shit. Na, dann machen wir uns halt einen großen Stress. Gott. Oh, jetzt kommen die nicht hier, die Freunde. Au. Himmel, Herrgott. Sakra. Licht, wir brauchen Licht. Licht, ich glaube, ich bin nicht ganz Licht. Du bist nicht dicht. Licht.
Oh, da drüben ist ein Häuschen. Was? Ist das gut? Häuschen? Wo? Wieso kann ich jetzt hier nicht... Ich konnte nicht... Was dann? Hauen aus irgendwelchen Gründen. Echt? Ja, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja, guck mal, da drüben ist doch irgendwie, habe ich gesehen, war irgendwie so ein... Ja, hier ist eine Höhle oder so halt. Ach so. Am Rande des Dungeons. Das hat aber mit dem Dungeon nichts zu tun. Immer höher, das verlustiert sich da halt, weil es so schee ist. Okay. Da mal ein Fäckelchen gesetzt. Bücher. Oh, da oben war doch auch noch eins. Ah, und sieh an, da sind schon die Freunde. Fort. So, Buch. Buch. Ach, sag mal, was ist denn das hier für eine Horde? Eine Horde? Schön. Ja, ja, voll die Horde unterwegs hier. Das ist am Rumhorden. Die wilde Horde. Und wie schaut's aus da unten? Stachelig. Stachelig? In erster Linie ja, stachelig. Ist doch schön. Au. Boah, diese Ivy Whip ist einfach der Bringer. Wahnsinn. Au. Außer man lernt sich direkt drauf. Dann ist sie nicht so der Bringer. Kommt nur her, du. Sterbt. Ach, ich doch jetzt schnell eine Laterne mitgenommen. Ja, ich will elektrisches Licht hier. Ja, ich weiß, dass du das willst. Oh, Kacke. Ja, oh, Kacke, Licht. Sterbt. Nein, nicht hier das. Ach so, jetzt weiß ich warum, weil ich immer doch das Inventar offen hatte. Ich depp. Was dann? Ach, ich stelle mich wieder ein bisschen an. Bist du ein bisschen blöd, ey? Ja. Naja. Aber in einem sympathischen Ausmaß. Natürlich. Ja. Hallo. Oh, Kacke, das war dumm. Stellst du dich auch ein bisschen ja, an? Ja, das war dumm von mir. Ganz dumm. So, was okay. Ist da rechts? Mach da mal Licht. Ist da irgendwas? Oh, ja, das ist halt wieder ein Los, sich nach oben zu lernen. Ja, du kannst auch nach links gehen. Ich glaube, wir kommen dann... Also, ja, wie du magst, du. Hier geht's auf jeden Fall weiter und runter. Vielleicht solltest du eher nach unten kommen, weil die Tür da oben ist ja offen, oder? Warte mal. Ich gehe mal kurz hin. Also sag mal, an was da Sache ist. Ja, da geht's irgendwo hin, wo wir schon waren. Auf, oh, da ist schon wieder ein dicker Dungeon Slime. Na, komm doch mal runter zu mir. So, mein Freund, ein Waterbolt eingesackt. Was? Ah, ich habe noch so ein Waterbolt eingesackt. Ah, sehr gut. Jetzt hole ich mir noch kurz den Schlüssel hier von dem dicken. Was ist da für eine blaue Flüssigkeit? So. Lesser Mana Potion. Aha. Einmal ja, das Licht. Fahrt auch nicht, gell? Nö, nie. So, hier bin ich auch schon. Hier habe ich auf jeden Fall eine Kiste gefunden. So, und einen dicken Dungeon Schleim. Aber muss ein bisschen konzentriert an die Sache rangehen. Oh, da ist jede Menge Kram drin. Ja, coole Kram. Naja, es geht. Ein Goldcoin habe ich. Ein paar Potions. Ein Shadow Key und Water Walking Potion und ein paar Silberbarren. Also es war jetzt nicht der ganz große Durchbruch. Nicht der ganz große. Naja. Archie. Aber das Ding. So. Verdammte Axt. Ja, komm nochmal. So, wenn wir ich bin auch nicht mehr so fit. Ich müsste mal hier so langsam mich einmal ein wenig... Ja, und jetzt sag mal, wir kamen doch von unten. Nicht wahr? Ja, ich meine. Ja, ja, genau, natürlich kamen wir von unten. Denn ich bin ja hier schon mal weiter gehupft. Ach, Typer hier. Meinst du... Oh, ich muss erstmal kurz einen Moment innehalten. Oh, shit. Und ein wenig... Ja? Leben tanken. Okay. Hast du schon Eier geknuspert? Hat er auch schon? Ja, ich hab schon geknuspert. Oh, guck mal, da unten rechts hast du Freunde. Die ja. Zu dir. Hab ich nicht so eine Restoration Potion oder so irgendwas? Fall, Healing, Spelunker. Aber wahrscheinlich habe ich die in die Kiste getan. Hast du wenigstens eine große über einer kleinen? Okay. Healing hast du? Du hast gar keine kleinen, ne? Nee, doch eine, aber die großen habe ich da drüber, natürlich. Okay. Na, wenn das so ist, dann ist ja... So, mal hier hochgelernt. Na, lern dich hoch. Du bist nach oben, ja? Ja, ja, ich bin hier oben, ja. Achso, ich wippe mich mal hoch. Wipp, wipp. Da mal hochgewippt. So, bist du schon sehr viel weiter als ich jetzt, nö, oder? Nö. Quatsch. Alles noch im grünen Bereich? Naja, alles ist cool. Ich bin hier. Ach,
man doch direkt. Oh, da ist direkt eine Kiste. Nee, nee, da waren wir schon. Da waren wir schon. Ja, ja, aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Ja. Wie ist denn jetzt der Plan? Ja, der Plan, ja, keine Ahnung. Jetzt müssen wir gucken, wo wir noch nicht waren. Das ist jetzt halt im Fall etwas diffizil, aber ich glaube, hier waren wir zum Beispiel noch nicht. Da nach unten gelernt. Ja, ja, da sehe ich doch schon eine Kiste. Ach, traumhaft. Traumhaft, Timsche. Ach ja, tatsächlich. Alles voll mit Kisten. Juhu, Kiste okay. Mit was drin. Hey. Blödes Vieh. Mistviech. Oh, ein Schild. Sehr ein schön. Ein Schild? Ah, ja, vielen Dank. Oh, blödes Viech. Was sind denn das für Hirsen hier, ey? So, die können da unten auf den Dornen stehen, oder was? Die Pappen können da stehen. Die können da natürlich stehen, ne? Ja, jo, klar. Oh, sag mal. Das geht's ja wohl gut. Alter. Hey. Das sind so Situationen, die einen schnell mal das Leben kosten können, ja? Ja, ja. Kam echt nicht weg von den Idioten. Oh, ist das angezündet hier. So, jetzt aber hier. Oh, 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 oh. Da ist irgendeine. Das ist eine Statue, ja. Das ist eine Statue. Eine kleine. Eine Jellyfish-Statue. Und den hat er schnell umgehauen. Der Klassiker. Der Klassiker. Okay, ich habe ein schönes Jagged Cobalt Shield. Was macht man denn damit? Zieht man das an? Ja, ja, das sieht man. Ah. Das sieht man an. Du kriegst dann Immunität gegen Knockback. Ah. Die hauen dich dann im Fall immer vom Sims runter. Das ist natürlich nicht ganz unverkehrt, ne? Mein Jagged Cobalt Shield macht auch noch plus 1 auf Damage. Ah. Also 1%, mein Gott. Okay. Aber was packe ich dafür weg? Plus 2% und Movement Speed. Oh, 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 Hilfe. Ich hab dich verteidigt. Ich hab dir den Rücken freigehalten. Oder willst du das Schild haben, Tim? Och, ist mir wurscht. Achtung! Wie? Gottes Willen.